Meine Herren, wir freuen uns, dass Sie da sind und überreichen, das kann ich ja auch machen. Und bis dahin bewaffnen Sie sich bitte, meine lieben Landsleute, mit einem Glas Wasser oder Limonade oder was auch immer. Denn jetzt werden Fragen gestellt, die Sie original stellen können oder auch nicht. Sind Sie ruhig mal mutig, es wird Spaß machen. Viel Freude dabei. Alles Gute. Wenn du auf der Straße groß geworden bist, und das war in meinem Fall ganz klar, wenn man den Jahrgang betrachtet, Nachkriegskind und so weiter, damals auf der Straße fuhren zwei Traktoren früh, Mittag und abends, Fuhrwerke, Dreie kamen vorbei, also kein Verkehr auf der Straße, wir haben dort gespielt, so 10, so 12, so 14. Das ist eigentlich ganz einfach erzählt. Wir kennen ja das alle, vor allem wir Älteren kennen das alle, wie schwierig das war in der DDR. Ja, in der ehemaligen DDR, sagen wir so, irgendwas zu bekommen. Ich weiß noch wie heute, ich bin da umgezogen, in eine Wohnung, ja, in Erfurt, die man nicht so einfach von heute auf morgen gekriegt hat. Ich habe die letztendlich bekommen und da war alles eigentlich hervorragend, hat alles gepasst, bis auf eine Sache, ich sollte Kohlen schleppen. Da habe ich gesagt, das mache ich auf keinen Fall. Und unser Masseur, Dieter Ehlert, werden vielleicht einige kennen, ist ja der einzige Masseur in Erfurt gewesen, den es damals gab. Zu dem bin ich hin, weil er jeden kannte in Erfurt, und habe zu ihm gesagt, Dieter, ich brauche eine Gasheizung. Er hat auch gesagt, überhaupt kein Problem, unter früh sind die Monteure da. Ich sage, wo ist der Haken? Er hat gesagt, wenn du morgen 3 Tore schießt, sind die unter früh da. Da habe ich denen gesagt, ich sage, 3, du bist ein bisschen verfressen. Ich sage, mit 2 könnten wir auch hingehen. Ich habe gesagt, eine Gasheizung, da muss man mindestens 3 schießen. Und wir haben Freitagabend gegen Union Berlin gespielt. Wir haben 7-1 gewonnen. Nach dem dritten Tor bin ich hin zu ihnen, habe gesagt, du kannst anrufen. Und ich habe allerdings in dem Spiel 4 Tore gemacht. Montag früh waren sie da. Jeder kann ja mal zurückbringen in sein Leben. Mensch, das hätte ich vielleicht besser gemacht oder das. Oder wenn man ein bisschen älter wird, wird man ein bisschen vernünftiger. Wir haben als Junge ja auch, sagen wir mal, viel Mist gemacht. Aber ich habe immer gesagt, heute noch zu den Jungs, ihr könnt Mist machen, so viel ihr wollt, ihr darf sich nur nicht erwischen lassen.